Wenn es Nacht wird auf unserem Planeten, schlägt ihre Stunde. Mit immer größeren Teleskopen sehen sie tiefer ins All als jemals zuvor. Hobbyastronomen machen heute Entdeckungen, von denen ein Galileo Galilei nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Es ist eine spannende Zeit für Sternenjäger und Himmelsbeobachter. Fast im Wochentakt entdecken Forscher neue Planeten um ferne Sonnen. Eine Frage strahlt dabei besondere Faszination aus. Sind wir allein im Universum? Hoch über dem Attersee scheinen die Sterne näher als anderswo. Dutzende Sterngucker bereiten sich schon am Nachmittag, lange bevor ein einziger Lichtpunkt am Himmel zu sehen ist, am Garberg auf eine Sternenjagd vor. Die Teleskope und Kameras werden in Position gebracht. Was uns mit bloßem Auge verborgen bleibt, machen sie in klaren Nächten sichtbar. Kosmische Sternfabriken, galaktische Nebel, weit entfernte Galaxien. Seit 30 Jahren fangen die passionierten Sterngucker vom Astronomischen Arbeitskreis Salzkammergut hier Momente von überirdischer Schönheit ein. Da im Süden gibt es absolut keine Himmelsaufhellung, keine Orte, keine Städte. Und wir haben relativ dunklen Himmel. Und daher ist es ein ganz ausgezeichneter Platz für uns. Zum Beobachten sind immer die Klassiker. Uranneuwe, eine Andromeda-Galaxie. Das ist immer wunderschön zum Anschauen. Auch den Mond durchs Teleskop zu betrachten, ist immer wieder faszinierend. Mein spezielles Gebiet ist aber die Astrofotografie und da speziellen Gasnebel und entfernte Galaxien. Ja, ich bin der leidenschaftliche Sternschnuppenjäger schon seit vielen Jahrzehnten. Wie viele Sternschnuppen sehe ich, wie hell sind sie, aus welchen Richtungen kommen sie, das macht schon einen besonderen Reiz aus. Tagsüber sind sie Banker, Ärzte, Informatiker, Lehrer oder Landwirte. Die Liebe zum Nachthimmel schweißt sie zusammen. 430 Mitglieder zählt der Verein mittlerweile. Also meine Lieblingsobjektklasse sind die Galaxien, die Galaxienhaufen und immer das Neue zum Entdecken, auch abzugleichen, was hat die Wissenschaft über diese Objekte herausgefunden, was findet man selber raus. Das ist einfach etwas, was einen sehr fasziniert und spannend ist. Was sie noch antreibt? Sie wollen Menschen die Sterne wieder näher bringen. Jedes Jahr kommen an die 1000 Besucher hierher, um einen Blick in die Unendlichkeit zu erhaschen. So Dinge, die was einen eine ganze Woche lang beschäftigt, die sind ganz weit weg, wenn man im Himmel schaut. Also ich beschäftige mich schon 30 Jahre intensiv mit Astronomie und an die 20 Jahre mit Astrofotografie. Und es gibt immer noch so viel zu entdecken, so viel zu beobachten. Blue Danube Airport Linz. Egon Döbel ist ein gefragter Mann. Himmelsforscher aus aller Welt blicken mit seinen Teleskopen tief ins All hinein. Döbel ist Chef von ASA, Astrosysteme Austria im Neumarkt im Mühlkreis. Der Teleskopbauer fliegt heute mit seiner Privatmaschine nach Serbien. Er will mit dem Direktor des Astronomischen Observatoriums Belgrad einen neuen Deal aushandeln. Schon als Bub hat der begeisterte Hobbyastronom nach den Sternen gegriffen. Ja, angefangen hat es mit 12. Ich habe da durch einen Fernrohr vorangeschaut und dann hat man die Sterne einfach nicht mehr losgelassen. Und das heißt also, mit 16 Jahren habe ich mir selber eine Sternwarte gebaut aus Holz mit einer drehbaren Kuppel. Auch die Geräte habe ich so gut als möglich also gebaut, weil das Geld einfach nicht vorhanden war. Und dann habe ich begonnen, einfach da das Universum zu erforschen. Der gelernte Maurer verwirklichte, wovon viele träumen. Er machte sein Hobby zum Beruf.
Seine Firma erwirtschaftet inzwischen Millionenumsätze. ASA exportiert seine Fernrohre heute in über 50 Länder. Zu Beginn war das schon eine sehr lange Durststrecke. Man muss sich vorstellen, man muss sehr viel entwickeln. Man hat noch keine Kunden, man hat keine Referenzen. Und es war schon auch in finanzieller Art auch sehr schwierig, bis man mal die ersten Geräte an den Mann bringt. Die Sternwarte auf dem 1100 Meter hohen Berg Bidojewica. Seit dem Frühjahr 2016 späht hier das 1,4 Meter Teleskop von ASA nach Doppelsternen. Die aufgenommenen Daten werden direkt an das Astronomische Observatorium in Belgrad geliefert, von wo aus auch die Sternwarte kontrolliert wird. Dieses Teleskop wird künftig automatisch betrieben. Es arbeitet ohne menschliche Hilfe von uns vorher festgelegte Beobachtungssequenzen ab. Das 1,3 Millionen Euro teure Teleskop ist der ganze Stolz des Mühlviertlers. Es ist das größte Teleskop, das Döbern je gebaut hat. Nun soll es aufgerüstet werden. Das war für uns der Türöffner. Nicht nur hier im Osten bis Russland, auf der ganzen Welt hat man hier mit diesem Teleskop also wirklich eine große Referenz gesetzt. Die Sterne stehen offenbar günstig. Der Deal mit dem Himmelsforscher ist besiegelt und seine Firma erlebt derzeit einen ungeahnten Höhenflug. Dietmar Hager ist Arzt, Hobbyastronom und Astrofotograf. Er flieht, so oft er kann, aufs Land, denn die Lichter der Städte verdrängen zusehends den Sternenhimmel. Im oberen Mühlviertel in Kasten findet der Handchirurg aus Linz, wonach er sucht. Nachts lassen sich hier bei guten Bedingungen bis zu 1500 Sterne mit bloßem Auge erkennen. Das lockt auch andere Astrofreunde an. Man kennt einander, man schätzt einander, man hilft einander weiter. Also die Sterne sind schon sehr früh in mein Leben gekommen. Schon als kleiner Bub habe ich mich sehr dafür begeistern können. War früher am Land, wo es damals noch sehr, sehr finster war und man konnte die Sterne wirklich wunderbar sehen. Und dann, ein wirkliches Schlüsselerlebnis war, so mit 15 etwa bin ich in Verbindung gekommen mit der Linzer Astronomischen Gemeinschaft. Bin noch reingegangen in die Sternwarte in Linz und war zutiefst beeindruckt. Mittlerweile hat Hager seine eigene Sternwarte. Noch 2 Stunden bis Sonnenuntergang. Zeit, um in der Sternwarte, die gleich ums Eck ist, nach dem Rechten zu sehen. Hier sind dem 48-Jährigen seine ersten atemberaubenden Aufnahmen gelungen. Von hier aus hat er sich immer weiter durch die Galaxien vorangetastet. Seine Bilder gehen heute um die Welt. Internationale Fachjournale haben sie veröffentlicht, ebenso die US-Raumfahrtbehörde NASA. Dem Sternenfotografen wurde eine seltene Ehre zuteil. Er ist in den elitären Zirkel der Royal Astronomical Society in London aufgenommen worden. Was Hager besonders fasziniert, die kosmische Ästhetik. Es ist nichts chaotisch oder irgendwie oder gar zufällig angeordnet, sondern es ist eine ganz klare Struktur und ein ganz klares Prinzip auch dahinter. Und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Planeten, Sternhaufen, Gasnebel, aber mein ganz klarer Favorit sind die fremden Galaxien. Also die Galaxien, die wenn die unter hunderte von Millionen von Lichtjahren entfernt sind, die interessieren mich am allermeisten. Der Mensch kann all das ohne technische Hilfsmittel nicht sehen. Könnten unsere Augen alle Spektren des Lichts erfassen, wäre der Nachthimmel vollständig bunt. Heute hat der Himmel so seine Launen. Es ist keine gute Nacht für Sterngucker. Für wahre Sternstunden reist Hager schon mal ans Ende der Welt, wo die Nächte noch tief schwarz sind. Am Garberg in Weyreck am Attersee sind die Himmelsenthusiasten ganz in ihrem Element. Die ersten Sterne zeigen sich. Sie sind so weit weg, dass sie nur als Punkte erscheinen.
Den frühen Abendhimmel beherrscht allerdings der Mond. Und dennoch gibt es einiges zu sehen, denn mit ihren Kameras bringen die Sterngucker ferne Welten zum Vorschein. Angst, dass einmal die Motive ausgehen, hat hier niemand. Es gibt immer etwas zu entdecken. Hier und da mal wieder ein neuer Komet, wieder mal irgendwo viele Sternschnuppen in einer besonders klaren Nacht. Dann gelingen einem irgendwo ein paar schöne Schnappschüsse. Auch die Ruhe, die man da hat, eine wunderbare Sache. Da draußen geschehen faszinierende Dinge. Sterne haben ein recht bewegtes Leben als Sonne. Viele werden als Zwerg geboren, wachsen manchmal zum roten Riesen, verglühen allmählich oder enden als Supernova. Etwa 200 Milliarden Sterne gibt es allein in der Milchstraße. Es passiert auch der Moment, wo man sich dann immer wieder fragt, was ist das eigentlich, was ich da gerade einfange mit meiner Kamera, was ist das, was ich da sehe. Es ist auch irgendwo die Vergangenheit, weil das Licht, was wir durch unser Fernrohr betrachten oder das Licht, was unser Fotoapparat aufnimmt, das hat ja hunderte, tausende von Jahren Wegstrecke zurückgelegt, bis das bei unserem Auge ankommt. Und die Dimensionen sind irgendwo mit die Faszination darin. In kosmischen Dimensionen gesehen ist die Erde nicht mehr als ein Staubkorn im All. Der Mond ist nur eine gute Lichtsekunde weg. Der Mars liegt quasi ums Eck. Er ist durchschnittlich 12,5 Lichtminuten von unserem Planeten entfernt. So manches Funkeln ist die Botschaft eines bereits erloschenen Sterns. Sterngucker aus aller Welt geben sich bei ASA in Neumarkt im Mühlkreis die Klinke in die Hand. Die Auftragsbücher sind voll. Egon Döberl tüftelt bereits an den Teleskopen der nächsten Generation, die noch smarter und leistungsstärker werden sollen. ASA entwickelt und baut alle Komponenten selbst. Damit hat sich die Teleskopschmiede ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Weltmarkt geschaffen. Mit diesen Teleskopen sieht man eigentlich schon 4-5 Milliarden Lichtjahre, das heißt ein Drittel vom gesamten bekannten Universum. Die Arbeit an den Spiegeln gilt als die größte technische Herausforderung. Sie sammeln das Licht der Sterne ein. Wenige Millionstel Millimeter genau muss so etwas geschliffen und poliert werden. Das ist nicht ganz einfach und vor allem müssen diese Spiegel ganz spezielle Formen haben. Selbst die europäische Südsternwarte ESO setzt auf Teleskope made im Müllviertel. 12 ASA-Teleskope suchen seit dem Jahr 2015 im Norden Chiles nach Planeten bei anderen Sternen, sogenannte Exoplaneten. Die haben wir gebaut und entwickelt für eine Gruppe von Wissenschaftlern, die nach der neuen Erde suchen. Die untersuchen 100.000 Sterne, um hier ein Sonnensystem zu finden und einen Planeten, der unserer Erde ähnlich ist.